Ich bin hier jetzt gerade auf der Horizon in Stuttgart, der Messe für Ausbildung und Studium. Und ich schaue mich heute für euch um, was für Studiengänge dieses Jahr besonders interessant sind. Und vielleicht ist ja was für euch mit dabei. Was macht ihr jetzt gerade? Was habt ihr vor? Also ich mache gerade eine Ausbildung in der Bibliothek. Okay. Ja. Wie genau heißt die Ausbildung? Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Okay. Und du bist hier, weil du wechseln willst, weil es dir gut gefällt? Oder warum genau? Ich mache gerade noch nebenher die Fachhochschulreife und möchte danach studieren. Und du hast schon einen genauen Plan, was du studieren möchtest? Oder bist du dir da noch unschlüssig und schaust dich jetzt hier um? Also ich bin mir noch unschlüssig, ja. Alles klar. So, und bei dir? Also ich mache jetzt in 7 Wochen mache ich mein Abitur und dann habe ich schon vor zu studieren und habe jetzt halt hier auf der Messe geguckt, was es noch für Alternativen gibt oder wo ich denn die Studiengänge noch habe, die ich mir vorgestellt habe. Ich habe hier die Anna bei mir. Sie interessiert sich für den Studiengang Geoinformationsmanagement. Anna, warum bist du denn jetzt hier an den Stand? Wie bist du aufmerksam geworden? Ich bin durch euren Stand aufmerksam geworden, weil ich halt sehr Geografie interessiert bin und dann habe ich gelesen Geoinformationsmanagement und habe mich einfach mal beraten lassen. Okay, also ganz spontan und praktisch vorbeigeschaut. Ja, sehr spontan. Ja, cool. Kannst du es dir vorstellen, in Karlsruhe zu studieren? Wo wohnst du im Moment? Im Moment wohne ich in Stuttgart, aber Karlsruhe weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich studieren wollte. Okay. Ist aber gar nicht so weit weg, also wäre vielleicht eine Option, oder? Ja, wäre vielleicht schon eine Option. Okay, ja, dann dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht mit der lieben Anna. Vielleicht sehen wir sie ja wieder in unserer Fakultät IMM. Wir finden es halt interessant, so mit der Umwelt irgendwie, dass man die quasi da in Krisengebieten was verändern kann oder inwieweit man die Straßen oder die Flüsse und so verändert. Und einfach auch mit der Verstädterung, was man dagegen tun kann oder inwieweit man dann eben den Leuten helfen kann, von ihren Problemen abzukommen. Vor mir steht jetzt der Herr Broschardt. Herr Broschardt, können Sie mir sagen, was genau das Besondere an der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft ist? Also ich würde sagen, als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das Besondere, dass wir es sehr gut hinbekommen, Theorie und Praxis zu verzahnen. Das heißt, wir haben ein theoretisch fundiertes Studium auf der einen Seite, aber eben auch sehr viel Anwendungsorientierung durch Labore, Übungen, Projekte und natürlich das Praxissemester oder die Abschlussarbeit, die normalerweise im Unternehmen geschrieben wird. Ich würde auch sagen, dass die Doppelabschlussprogramme bzw. die Möglichkeit, Auslandsstudiensemester wahrzunehmen, sehr gut sind. Und ich sage jetzt mal, was natürlich die Hochschule Karlsruhe im Besonderen ausmacht, sind die sehr gut gerankten Studiengänge, sei es im Bereich der Informatik oder der Elektrotechnik, des Maschinenbaus. Natürlich auch die besonderen Studiengänge, die es so wahrscheinlich nur einmal in Deutschland gibt, wie Verkehrssystemmanagement oder Kulturmediatechnologie. Auch Geodäsie und Navigation, mit diesem Schwerpunkt eben Navigation, das Geoinformationsmanagement, das sind doch eher Raritäten, die man eben meistens nur an sehr wenigen Standorten in Deutschland studieren kann. Dies aber durchaus entdeckenswert macht. Ich habe hier gerade Sascha und Simon neben mir. Ihr beide habt gerade euren Bachelor gemacht an der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft. Würdet ihr nochmal hier studieren? Ja, definitiv, immer wieder. Okay. Und warum würdet ihr das weiterempfehlen? Einerseits, weil eben der Kontakt mit der Professorin sehr, sehr gut ist. Dann die Ausbildung, kann ich mich überhaupt nicht beschweren bei uns im Studiengang. Und auch das Zusammenleben mit diesen Studenten, diese Kontakte und das studentische Leben ist einfach nur empfehlenswert.